Aufgemotzte Nobellimos sind nicht jedermanns Ding. Mafiosi, Sonnenstudiobesitzer und Bodybuilder fahren diese Art von Auto. Etwas dubios, aber nicht unbedingt schlecht. Der schwäbische Nobeltuner Lorenzer hat sich die S-Klasse vorgeknöpft. Das Resultat? Der S06. Unter der wuchtigen Haube des Benz-Flaggschiffs hat sich einiges getan. Statt serienmäßiger 272 PS lässt der S350 Sechszylinder von Lorenzer nun 298 Pferde auf die Hinterachse los. Die Endgeschwindigkeit steigt auf 280 Sachen. Das Thema kmh-Begrenzer ist also passé. Was schnell ist, muss natürlich auch so aussehen. Highlight des Lorenzer Optikpakets, die fetten Alus im SLR-Schaufelrad-Look. Erhältlich in 19 oder 20 Zoll. Noch sportlicher geht es kaum. Im Frontspoiler sitzen zwei extra Nebelscheinwerfer. Neben dem Überholprestige verbessert die dicke Lippe die Aerodynamik. Dach- und Heckspoiler bringen mehr Abtrieb auf der Hinterachse und neidische Blicke vom Hintermann. Genau wie die fetten Auspuff-Endrohre. Im Testwagen sind sie leider gefaked. Die echten liegen hinter der Stoßstange. Ebenfalls nur Attrappe, vergitterte Lufteinlässe an Kotflügelverbreiterungen und Seitenschwellern. Trotz Motorsportoptik, so wild wie er aussieht, fährt der Lorenzer nicht. Zwar prescht der Koloss in gut 7 Sekunden auf Tempo 100, fährt man zu schnell in enge Kurven, schiebt der Sternenkreuzer aber mächtig über die Vorderachse. Kein Wunder, mit fast 2 Tonnen ist er ein Schwergewicht. Und auch ein Klitschko ist eben kein Wiesel. Schick Carbon unter der Haube. Durch Kennfeldoptimierung und veränderten Krümmer kitzeln die Ingenieure 26 mehr PS aus dem V6. Auch im Innenraum regiert Carbon. Sogar fürs griffige Lenkrad schneidert Lorenzer ein Kohlefaserkleid. Trotzdem, viel Gewicht spart das Dickschiff so nicht. Leider unverändert die nervige Lenkradschaltung. Sportlich ist was anderes. Dafür dreht der Tacho locker bis Anschlag. Alles in allem lässt sich's hier jedoch bestens leben. Die S-Klasse gilt als perfekte Reiselimousine. Serienmäßig ist sie eher unauffällig. Ganz anders der Lorenzer. Er hat das Überholprestige gepachtet. Auf der Landstraße bringt das nichts. Doch auf der Autobahn macht der S06 so richtig Spaß. Neidische und erstaunte Blicke inklusive.